Unter Darmkrebs versteht man den Krebs eigentlich des Dickdarms, weil im Dickdarm ist der Krebs viel häufiger als im Dünndarm, obwohl dieser länger ist. Etwa 70% der Dickdarmkrebse sind im eigentlichen Dickdarm und etwa 30% im Enddarm, dem sogenannten Rektum. Das ist eine häufige Erkrankung, das ist die zweithäufigste Krebserkrankung überhaupt. In der Schweiz gibt es etwa 3000 neue Fälle Dickdarmkrebs pro Jahr. Die Ursachen der Darmkrebserkrankung sind vielfältig. Einerseits gibt es vererbliche Ursachen, die sind selten, aber die betroffenen Personen haben ein sehr hohes Risiko, einen Dickdarmkrebs zu bekommen. Im Laufe des Lebens wird die Häufigkeit nimmt deutlich zu und bei 80-Jährigen ist die Inzidenz etwa bei 400 Fällen pro 100.000. Also es ist klar eine Krankheit, die zunimmt mit dem Alter. Dann gibt es die sogenannten entzündlichen Darmerkrankungen. Es gibt ja Leute, die haben einen ständig entzündeten Darm und wenn diese Entzündung über Jahre geht, kann daraus sich eine Krebserkrankung entwickeln. Dann ist sehr interessant, es gibt geografische Unterschiede. Zum Beispiel im Westen ist die Dickdarmerkrankung häufig und in Afrika ist es deutlich seltener. Wahrscheinlich hängt das auch mit der Ernährung zusammen. Wir haben eine ballaststoffarme Ernährung im Gegensatz zu den Afrikanern. Wir haben eine fett- und fleischreiche Ernährung und die nicht. Und das sind wahrscheinlich die Faktoren, die eine Rolle spielen. Darmkrebs entsteht aus kleinen Polypen über einen langen Zeitraum, über 10 Jahre. Solange die Polypen klein sind und während sie wachsen, spürt der Patient gar nichts. Er ist asymptomatisch, er hat keine Probleme. Wenn dann der Darmkrebs langsam wächst und den Inhalt vom Darm ausfüllt, dann macht er Symptome, dann geben die Patienten an, dass sie Stuhlveränderungen haben. Manchmal blutet er auch und dann sehen die Patienten Blut im Stuhl, aber das muss nicht sein. Ich habe mich entschieden, zum Arzt zu gehen, weil die Symptome doch immer etwas stärker wurden. Vorher konnte ich mich stets damit arrangieren, weil wenn etwas schleichend kommt, kann man sich im Prinzip mit so Symptomen arrangieren. Das habe ich getan. Ich habe einfach gedacht, es kommt ohnehin wieder gut. Wenn die Patienten mit Symptomen kommen, dann bekommen sie eigentlich immer eine Darmspiegelung. Wenn man Screening macht, wenn man sucht, wenn jemand asymptomatisch ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eigentlich empfehlen wir auch die Darmspiegelung. Für die Darmspiegelung muss der Darm geleert werden, das heißt, die Patienten müssen etwas trinken, damit der Darm sauber ist. Das ist eine Flüssigkeit, die schmeckt nicht sehr gut, aber das kann man gut machen. Dann kommt der Patient zu uns, er bekommt ein Medikament, was ihn zum Schlafen bringt, das heißt, er spürt davon nichts, es ist schmerzlos und dann wird ein dünnes Schläuchlein in den Darm eingeführt mit einer Kamera vorne dran und dann sieht man, was im Darm drin ist.